Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem echten Knüller Fußball Manager 12. Ja, das ist jetzt mein erstes Let's Play, also erwartet bitte erstmal nicht allzu viel von mir. Ich werde mein Bestes geben. Ja, gut, das war jetzt irgendwie eine doofe Ansprache. Ja, zur Musik, das ist ein Webradio, den werde ich in die Beschreibung stellen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Spielemodus wollen. Ein Spieler passt soweit. Karrieremodus. Ich lasse mir 3 zufällige Teams geben. Ich starte in zufälliger oder in höherer Liga. In höherer Liga. Gut. Uneingeschränkte Transfers passt auch. Und ich bin mit zukünftigen Transfers. Die simulierten Ligen habe ich mir davor schon mal eingestellt. Ja, weil wenn man alle simulieren lässt, das macht der PC nicht so ganz mit. Wen haben wir denn da? Philippe Maxis. Maxis oder Maxis? Weiß ich jetzt selber nicht. Wir kennen sogar irgendwelche nicht einmal. Muss ich dann nachher mal schauen. Jo, und da unten sieht man immer die neuesten News, die wo es so im Fußballalltag gibt. Wechsel, Gerüchte oder ja, jetzt zum Beispiel ein Jakonan. Könnt ihr euch ruhig durchlesen. Dafür ist er auch da. Na, was ist denn jetzt? Was braucht denn jetzt so lang? Wie jetzt? Ja, ich nehme als Trainer Jupp Heynckes, weil ich ihn einfach von allen Trainern am besten find. Ja, die gehen jetzt nicht alle durch. Gut, in dem, es war jetzt ein zufälliger Geburtstag, in dem jetzt auch wieder ein zufälligen. Ja, listen der, ich weiß es gar nicht. 60 glaube ich, oder? Scheiß drauf. Gut, Startland, immer Deutschland, wir bleiben natürlich in Deutschland. Entschuldigung, leider, ich bin ein wenig erkältet vom kalten Wetter draußen. Muttersprache Deutsch, Fremdsprache Englisch. Lieblingsverein natürlich Bayern. Barcelona würde ich nie trainieren. Groß, Lieblingsspieler, Schwierigkeit. Lass dich erstmal auf normal. Spielertrainer. Die Option Spielertrainer ist nur für männliche Manager im Alter zwischen 18 und 45 Jahren verfügbar. Spielertrainer werde ich aber nicht machen, vielleicht irgendwann noch mal später, wo ich selber nicht ausprobiert. Gut, 3D aussehen lasse ich einmal. Fußball pur, wollen Sie sich nur auf Fußball konzentrieren? Nö, ich möchte mich auch auf die Finanzen konzentrieren, also lasse ich den Finanzassistenten mal raus. Ich spiele aber ohne Manager Privatleben, weil ich das einfach nicht wichtig finde. Ist doch mir egal, was da in der Familie so abgeht. Naja. Bin mal gespannt, welche Vereine ich da bekomme. Hoffentlich nicht Werder Bremen oder irgend so ein Krampf. Kann nicht leiden. Ich hasse Werder Bremen. Oder Dortmund gleich gar nicht, hey. Ja. So, ich von Werder Bremen geredet und was krieg ich? Werder Bremen. Jo, waren eigentlich keine schlechten Teams. Gladbach finde ich auch sehr interessant. Gladbach. Ausrüstung steht bei allen drei nur an. Kontostand ist bei Bremen ziemlich niedrig. Hey, gar nicht gewusst, dass sie so finanziell schlecht dastehen. Naja. Stuttgart. Ja, Leute. Da haben wir schon wieder das erste Problem. Welchen Verein soll ich nehmen? Ich tendiere ja zu Gladbach. Soll ich selber verhandeln? Machen wir einen 2-Jahres-Vertrag. Zack.
willkommen bei Borussia Mönchengladbach. Stärkster Spieler Reus. Beliebtheit bei den Fans. Die Fans kennen sich nicht. Kennen sie nicht. Hoffen aber das Beste. Ja, verständlich. Jo. Nationalmannschaft nenne ich keine. Jo. Bin mal gespannt, wie das so wird. Persönlich habe ich privat auch noch nicht mit Gladbach gespielt. Eigentlich nur mit Bayern. Und einmal kurz mit Hannover, weil ich einfach mal schauen wollte, wie die so sind. Jo. Auf geht's. Oh, schaffe ich ein gesichertes Mittelfeld? Ich glaube, ich habe schon obere Tabellenhälfte, oder? Na, gesichertes Mittelfeld. Nationalpokal. Dritte Runde? Dritte Runde ist möglich, doch. Notizen. Das Präsidium behält 14% des Budgets zunächst in der Reserve. Sie können bis zu 30% jedes Budgets auf das andere Budgets übertragen. Vertan. Sonstiges weg. Haben wir mal. Ja, genau. Haben wir mal darauf. Da was runter. So. Mehr brauche ich ja nicht. 3,6 müsste eigentlich genügen. Ich habe da schon ein oder zwei junge, talentierte Spieler, die wo fast überhaupt nichts kosten. Im Gedächtnis. Ja, erster Tag. Ja, und jetzt wollen wir gleich auf. Ich hab vergessen, meine Zeit zum Stören. Ah, ich nehme jetzt einfach mal ein Stück auf. Und rendert es dann noch. Rendert es einfach mal so nach Laune. Spielberater ruft sie an und sagt, dass Lionel Scaloni, Verteidiger 33 von Lazio Rom, für 250.000 zur Verfügung ist. Müsste ich erst mal warten. Er wäre kein schlechter für die Verteidigung. Bringt die Erfahrung. Ist auch schon voll gescoutet. Aber 70 für 33, ich weiß nicht. Saisonvorbereitung macht er, habe ich keine Lust drauf. Da warte ich noch mit Saisonziele. Gesichertes Mittelfeld. Ah, werde ich schon packen. Jo, dann natürlich Spielbilder rein. So. Ich würde aber gerne anders spielen, dass Arango so spielt. Offensiv und Reus links. Und Hermann für Bobadilla rechts. Passt das soweit? Marx und Neustädter sind eh relativ gut. Obwohl Norfolk auch nicht schlecht ist. Norfolk für Marx, oder? Ja. Ein Wendt, Stranzl, Dante und Dams. Ein Brauer, Sobiano. Oh. Okay. Zimmermann, wer ist denn das? Zimmermann werde ich ihn erstmal ausleihen oder werde ich Zimmermann gleich für Wendt? Doch. Wenn ich gerne mal von Wendt. Wenn ich durch. Der Stegen. Granaten. Ich glaube, wie sie der Stegen und Reus bei mir entwickeln. Es kann ja lustig werden. Hanke. Ich hoffe mal, dass mich der nicht enttäuscht. Jo, dann werde ich erstmal zu den Mitarbeitern gehen. Haben wir einen Scout? Und nein, wir haben keinen Scout. Scout werde ich mir als allererstes mal holen. Scouts. Stärke 85. Und das ist ein Hammer. Ja, doch, den 60 ist das auch nicht so alt. Bis 2016. 210.000. So. Angebot gemacht.
Dann würde ich noch gerne Aufgaben übertragen. Legt Trainingsgruppen fest. Macht der liebe Daniel. Genauso wie Trainingsziele. Trainingsplan. Jugendspieler. Pflichtentour, aber immer noch ich. Auch schon erstes du. Marco Dombrowski. Komisch Name. Reserve. Macht auch nicht ich. Management. Stadionausbau macht auch nicht ich, macht alles der Ehrenamtliche, genauso wie die das Marketing. Jo. Regelt Finanzen, regelt Eintrittspreise, Sponsoren verhandle ich, Testspiele macht auch eher. Jo. Strafen macht auch nicht ich, macht auch der erste Ehrenamtliche. Jo, ich glaube, mir schreibt schon jemand in Facebook. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. Ja, Leute, und da bin ich wieder. Ich, ja, bin trotzdem noch in Facebook an, aber ich habe ihm gesagt, er soll es unterbieten zum Schreiben. Okay. Wo sind wir stehen bleiben? Bei den Mitarbeitern. Scout habe ich bereits Angebot gemacht. Ach ja, genau, ist auch neu beim Manager. Das ist jetzt so ein Handy. So ein Ericsson. Yeah. Da kriegst du immer so verschiedene Aufgaben. Spielen sie 2 Ligaspiele in Folge zu 0. Okay, das ist schon mal nicht gerade leicht. Jo. Ter Stegen ist unangefochtener Stammkeeper. Löhe. Den werde ich kaufen, weil ich ihn loskrieg. Genauso wie in Otsu. Otsu ist glaube ich der Japaner, oder? Ja. Na Otsu ist jung. Otsu lasse ich mal für Hanke. Rup kenne ich gar nicht. Rup. Lass ich einmal. Ah ja, genau. Verträge. 4. Welche? Warte. Erst einmal. Welche Formation? 4-2-3-1. Dann mache ich nämlich eine Kartenanalyse. 4-2-3-1 ist Eckstuhl und eine andere Formation. Die Kartenanalyse wird jetzt eine Woche dauern. Da siehst du dann die Schwächen und Stärken deiner Mannschaft, welche Position gut und welche schlecht besetzt ist und welche Spieler Potenzial haben und welche nicht. Okay, das sieht man schon mal alle, die wo rot angezeigt werden. Und das sind sowieso alle. Das wird schwer. Wird schwer. Das erste Ligaspiel gleich in Bayern. Grache. Packt man schon irgendwie. Talente hätten wir ja ein paar. Nicht die Aufbau. Stranzl ist aber schon 31. Ja, schauen wir erstmal. Transfermarkt. Okay, das sind Summen, die können wir uns noch nicht leisten. Okay, wie viel habe ich überhaupt? 3,6. Ja, bevor wir jetzt da irgendwie 3,6 oder so holen, müsste ich erstmal auf Kaderanalyse warten. Aber es dauert eine Woche. Ich würde sagen, Innenverteidigung schaut mau aus. Ja, Innenverteidigung. Einen müsste ich mal Innenverteidigung schon holen. Schau mal, was das alles gibt. Sollten mindestens 3 Sterne sein. Jo. Oh, Felso. Ja, gut, die konnte man nicht leisten. Wer sind die jetzt? Der ist 35. Kommt mir die Frage. Jo, Talent. Westergaard von TSG Hoffenheim. Westergaard, ja, komm, den scout man gleich mal. Nicht immer so teuer. Westergaard. Ah, scout ist nicht da, genau. Ja, da muss ich erstmal warten.
Gut, im Modus. Im Modus, dem Absagen oder nicht? Rechtsverteidiger. 33 Jahre alt. Nee, komm. Gibt's bestimmt bessere. Ah, unser erstes Training. Unsere Saisonziele. Wir werden nicht absteigen und wir werden unser Saisonziel erreichen. Infrastruktur. Ich werde dem Verein treu bleiben, egal was passiert. Ich fordere Disziplin, wir werden eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben und wer schlecht spielt, ist wer nicht fit ist, spielt nicht. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Oh, okay, dann wollten sie schon den Kauf von Janschke. 1,5 Millionen und 1,4 Millionen. Oh, oh, oh. Stellt sich die Frage, verkaufe ich den oder verkaufe ich den nicht? Also, wer bringt, glaube ich, schon mal aus. Und die darf mal verhandeln. Ja, verhandeln. Janschke ist der gesetzt. Nein, weil ich da ja Zimmermann hab. Und der ist eh genauso gut. Und ist 19 und hat sogar mehr Talent. Oder müsste man doch noch ein Innenverteidiger, der ein Verteidiger, der euch spielen kann. Rechts Innenverteidiger und am besten nur links. Weil Dams, der ist auch schon 32. Heute nur links den anderen. Wendt, der ist genauso gut. Warten wir erstmal, bis der Scout da ist. Ein Herzlack haben wir. 150 Millionen Ablöse geboten. Yep, da sieht man so mal Jupp Heynckes erklärt Toni Kroos vom FC Bayern München zum seinem Lieblingsspieler. 1,5 Millionen. Schauen wir mal, ob wir den auf 1,9 noch kriegen. Und das glaube ich wird nichts. Okay, da können wir unser Trainingslager planen. Teamwork muss erstmal ganz hoch. Genauso wie Fähigkeiten und so. Ich setze auf Abwehr und auf den Spielaufbau, weil es erstmal ist auch sehr wichtig. Weil ohne eine stabile Abwehr geht schon mal gar nichts. Ja, genau. 1,2 Millionen. Ich mach das. 1,5 Stuttgart ablehnen. Ja, habe ich jetzt schon mal einen Scout, dass man nicht aufpasst. Mann. Scouts? Noch nicht. Toni Janschke darf Borussia Mönchengladbach nicht verlassen. Ja, das schon, aber bei so einer Ablösesumme brauche ich. Bei so einer Ablösesumme brauchst du es nicht wundern. 1,5 Millionen. Verhandeln. Form von Reus und Stranzi verbessert. Passt ja. Sponsorenverhandlung. Passt. Da sieht man die Pyramide. Da gibt es einmal die lokalen Sponsoren, die Neben- und die Premium-Sponsoren. Das fällt jetzt unter die lokalen Sponsoren. Da gibt es dann die Neben- und da die Premium. Die bringen halt dann dementsprechend auch immer mehr Geld. Verhandeln wir mal da. Laufsumme passt schon mal. Laufzeit passt schon mal so mehr erhöhen. Einmal geht nur. Unterschreiben. Genauso wie hier. So mehr erhöhen. Nein! Da habe ich übertrieben. Ja, ja. Laufzeit und so mehr erhöhen. Und unterschreiben. Gut. Kriegen wir doch schon mal wieder mehr Geld. 194.000. Jetzt wollen wir aber erstmal einen Transfer umschauen. Und zwar suche ich einen Verteidiger. Einen realistischen natürlich. Realistisch habe ich gesagt. Oh ja. Na, da kann ich nicht verspüren. Das sind alles Preise.
kann sich doch gar nicht leisten. Da hätten wir einen. Ein Gary Beckley. Ist doch jetzt wirklich 70. Hat der wirklich 70? Genauso wie er hier. Der ist aber teuer, ne? Okay, die haben etwas teuer. Schau mal, ob sie. Ah, doch mal 1,27. Linker und rechter Verteidiger. Ja, ist aber nicht das, was ich suche. Komm, Leute, jetzt kommt sie doch. Glaub auch nie leisten. Machen wir es mal so. Ja, okay. Gibt es wahrscheinlich wieder gar keine. Machen wir ein Auslandsangebot. Gibt es auch keine. Nehmen wir mal die nur realistischen weg. Auch keine. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal die Jugend anschauen und schauen, was dann da für euch gibt. Oh, da haben wir einen guten Kachunga. Kachunga. Schauen wir mal die Jugend an. Oh ja, dann. Na, der nicht talentiert. Nö. Kein einziger. B-Jugend, nö, C-Jugend, nee, D-Jugend, nee. Mitarbeiter, hallo. Ich brauche einen Scout. Scout. Schauen wir uns mal, ob wir so einen Scout haben. Der könnte eher kommen. Auf geht's, wir brauchen Scout. Der VfL Wolfsburg eröffnet Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach. Richtig. Aber ich will ihn für 1,5 verkaufen. Obwohl, da können wir uns einen anderen Verteidiger kaufen. Weil wir verdienen denn 550 ist ein Haufen. Hau weg die Kacke. Mal kurz anders dahin hocken. Warte. Ah, jetzt. Philipp Dahrens wird auch verbessert. Janschke, jetzt kommt der Diano. Nein, ins Ausland geht er mal nicht. Ich will ja nicht, Odo. Toni Janschke darf. Ja, wie? Ach so, ja, Marseille. Neue Mitarbeiter Heidmann, jawohl, endlich. Okay, irgendwie wollen eine Hafer an Janschke ablehnen, ablehnen. Schauen wir mal, dass wir den loskriegen. Dann, ah, ja, doch, passt schon so. Ich freue mich gerade, ob die Musik nicht ein bisschen zu laut ist. Wie es halt alle an Janschke wollen. Aber daher kommen wir natürlich nicht. Komm jetzt, geh weg. Ja, der ist natürlich nicht. Ja. Geh zum VfL Wolfsburg. Passt. Und da ist die Kaderanalyse auch schon fertig. Da. Wo bin ich schlecht besetzt? Viel. Ich bin so. Rechtsverteidiger bin ich schlecht besetzt. Also nicht schlecht, aber nicht allzu gut. Spiel ohne Perspektive. Ein Lecky. Ist so schlecht wie intentioniert. Aber wenn sie das meint. Löhe. Neue Zustimmer. Der ist im Verkauf.
Und ein Lecky würde auch irgendwie los. Machen wir da mal verleihen. Ja, Rechtsverteidiger gefallen uns. Aber zuvor will ich mal erstmal den hier anschauen. Yesil ist ein guter Stürmer. Kann man in der zweiten Mannschaft aufbauen. Werde ich mir holen. Und so teuer ist er ja nicht. Genauso wie er hier. Obwohl, ich glaube, der ist wegen deiner. Emre Can ist 17. Komm, genauso aufbauen. 190? 280, das ist auch nicht unbedingt die Welt. Jetzt schauen wir mal ins Blickfeld. Ah, da haben wir schon einen Zuschlag. Westergaard sollte man ja erstmal scouten. Oh, jetzt habe ich sogar zwei. Passt. Westergaard und Gary O'Kelly. Ah, ist wahrscheinlich kein schlechter. 5 Tage dauert's. Dann gehen wir mal weiter. Ja, ich will aus der Liga verpflichten. Schauen wir ins Ausland. Tut ihm nichts Besonderes. Nö. Amerikan. Verbrauers. Na, den gebe ich nicht her. Den brauche ich echt nur. Wie schaut's aus? Zuschlag für den Vater Wolfsburg. Oh, wir haben Bayern noch gehabt. Kolo Touré. Brauchst doch gar nicht. Da haben wir Bombeninverteidigung. Ja, ja. Adriano geht zu AC. Sein wollten, da können wir uns so lange damit beschäftigen. Ja, geht's. Unser Trainingslager ist ab, bald wieder beendet. Oh ja, da stehen wir in Verhandlungen mit Emre Can. Du wirst für die Amateurmannschaft verpflichtet. Du hast eine große Zukunft, musst aber Geduld haben. 3 Jahre. Keine Freigabe bei Abstieg. Option für Spieler, 2 Jahre. Option für Verein, 2 Jahre. Na, das nicht. Gut. Gut so. Amerikan. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es sich gut entwickelt. Das wird noch eine richtige Goldgrube. Genauso wie er hier. Aber der will noch nicht so recht. 250 gebe ich da dann. Ah, da haben wir das schon. Du bist auch für die Reserve verpflichtet. Du hast eine große Zukunft. Freigabe, Abstieg, wenn man weg, du. Angebot unterbreiten. Turnierstatus. Oh, wir haben den Halbfinale ausgekommen gegen England, bitte. Und dann gewinnt es Brasilien noch. Ja, ja. Diese Engländer. Neuer Sponsorenvertrag, Angebot, Vertrag. Mann, was reden die da? Oh! Premium-Sponsor. Verhandeln wir. Summe erhöhen. Unterschreiben, ich habe Angst, dass ich mir wieder abhaue. Ich brauche das Geld. Scouting abgeschlossen. Er ist auf 61. 18 ist er.
Scout-Kit. Oh, das steht auf 70. Ja, nicht schlecht. 30 Konstorm. Ist nicht mein Problem. Scout-Liste. Da haben wir ihn. Kann mit seinen Flanken die Stürmer in die Szene setzen. Fachspieler zählt nicht zu seinen Spezialitäten. Technisch solider Spieler. Keine bekannten Verletzungen, spricht unsere Sprache nicht. Ja. Scout-Einschätzung, wo stehen die? Oh, finde jetzt gerade nicht. Ja, nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Ja, komm, den holen wir uns ran. Kaufangebot. 160 ist sogar fair. Kann man nur ruhig weiter runtergehen. Für 1,3. Jawohl. Haben wir schon mal an. Und da ist doch irgendwo der Westergaard oder nur so. Westergaard. Westergaard? Westergaard. Westergaard. Ich weiß nicht. Auch noch holen? Westergaard. Ich denke nicht. Honke geht rein. King. Das ist eh zu leid, wie es in der Ding. In der zweiten. Begnügbar. Ja, leider ist es schon ziemlich spät. In die Reserve verschieben. So. Gut, so. Aber ist ganz klar Leistungsträger. Wo sind unsere Schwächen? Schauen wir mal ins Defensive. Ich will jetzt nicht allzu viele Spiele holen, weil wir einfach die Mittel dazu nicht haben. Gehen wir gleich Defensive. Außergebot raus, nur realistische. Das sind Summen, die können wir uns alle nicht leisten. Nö, nö, du. Er wäre alt. Sebastian Eguren wird den Erfahrung bringen. Weiß nicht, ob das richtig ist. Kolsa ist 32. Ja, den nicht so. Den würde ich gerne mal ins Blickfeld nehmen. Kajal. Biram Kajal. Israel. 23 nur. Ich bräuchte einen mit ein wenig Erfahrung. Der ist 33. Igor Semsov. Kennt auch keiner. Das ist kein schlechter hier. Alexandru Eperianu und Innenverteidigung. Also, na, das ist teuer. Also, wo habe ich Innenverteidigung von welche? Rafael Carioca. Okay, jetzt werden wir ein bisschen teuer. Der hier wäre interessant. Hugo Viana. Ich glaube, ich sag mir sogar irgendwas. Oder Rasmus Alm. Oh. Katsarianias. Belhander wäre Granaten. Die kannst du überall setzen. Schauen wir mal, ob man den uns ranholen kann. Belhande. 4,6 Millionen. Nee, können wir uns abschminken. Den hier genauso. Es sollte schon machbar sein. Charlie Main Diabara.
Kann doch keiner aussprechen, Mann. Gabriel Tamas. Sagt mir auch nix. Begier. Nee. Wo wollt's der denn, wo immer? Den hier. Ich glaube, ich hole mir den hier ran. Er ist zu 30. Kann nur leicht 3 Jahre spielen, hat aber Erfahrung. Und kostet nicht allzu viel. Und kann man sogar noch wegen runtergehen. Dann haben wir erstmal warten. Ja, komm, bring das Transfer. Bring den Transfer unter. Doch. Bist du Stammspieler? Bist du Stammspieler? Du wirst auf jeden Fall einige Mal spielen. Nee, 150. So viel brauchst du auch nicht verdienen, Bullshuttle. Komm. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Amerikan haben wir schon mal. Ja, ich weiß, er ist 17, hat 56, ist aber echt. Er bringt, sagen wir es so. Kahn spielt sogar und Jesil, den muss ich was reinschreiben, muss aufgestellt werden und zwar Stürmer. Dann drücken wir mal auf Assistent und so spielt er. Ich weiß jetzt schon, dass die gut, harmonieren werden miteinander. Jo. Ja Leute, beim nächsten Mal mache ich dann hier weiter, wo ich jetzt aufhöre. Und wenn es wollt, könnt ihr ruhig ein paar Vorschläge machen. Vor allem im defensiven Bereich könnt ihr noch den ein oder anderen gebrauchen. Oder wenn ich verkaufen soll, könnt ihr ruhig auch erwähnen. Jo, ich freue mich über jeden Kommentar. Abonnieren nicht vergessen. Ja, Leute. Haut rein!